Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist der Himmel wirklich grau, es ist kühl, es ist windig und hin und wieder kommt immer mal so ein Regen- und Graubelschauer runter. Und das ist genau die richtige Witterung, um mit dem Smog Classic, Monsoon Classic hier von der Firma Ridgeline raus in den Wald zu gehen. Ich habe den Smog jetzt seit über einem Jahr irgendwie zu Hause, habe den in verschiedenen Situationen immer wieder angehabt, ständig mehr oder weniger im Einsatz, wenn das Wetter dementsprechend ist, und möchte euch heute einfach mal mein Langzeitfazit zu dem Smog abgeben. Ich werde euch natürlich auch den Smog aus der Nähe zeigen, was dazu erzählen, und wenn es euch einfach interessiert, wenn ihr euch für so einen Smog interessiert, dann dürft ihr einfach dranbleiben. Ja, ungefähr vor einem Jahr habe ich den Monsoon Classic hier von der Firma Ridgeline bekommen und habe den jetzt in vielen Situationen einfach testen können. Zum einen natürlich klar, wenn ich rausgehe zum Bushcraften und die Wetterbedingungen dementsprechend waren, hatte ich den natürlich an. Zum anderen auch, wenn ich mit dem Hund draußen war und die Wetterbedingungen dementsprechend waren, kam der Smog zum Einsatz. Aber ein ganz großes Einsatzgebiet war bei mir das alltägliche Geschäft, und zwar auf der Arbeit. Da ich in einem Waldschullandheim arbeite, bin ich mehr oder weniger das ganze Jahr über draußen und bin da auch Wind und Wetter ausgesetzt. Und gerade bei starken Winden, bei Regen, bei Graubelsituationen kam der Smog zum Einsatz, und da hat er sich wirklich gut beweisen können, denn da wurde er einfach im ganzen Alltagsgeschäft gebraucht. Und gerade im Bereich Bewegungsfreiheit, wie trägt das sich, wie ist es, wenn du den über mehrere Stunden anhast, das sind ja so die wichtigen Eigenschaften, wenn man sich so ein Teil kauft, und da konnte ich einfach jede Menge Erfahrungen sammeln. Bevor ich euch jetzt mein Fazit dazu abgebe, was ich von dem Teil halt, was ich gut finde, was ich schlecht finde, stelle ich euch aber den Smog einfach mal vor, erkläre euch Material, Features, Taschen und was halt alles so wichtig ist, und dann komme ich zum Fazit und erzähle euch einfach meine Erfahrungen. Ja, bei dem Monsoon Elite handelt es sich um einen reinen Schlupfanorak. Das heißt, wir haben keinen durchgehenden Reißverschluss wie bei einer Jacke, sondern ich muss ihn anziehen wie einen Pullover. Das Material, das hier verarbeitet wurde, ist 100% Polyester. Wir haben hier eine angeraute Oberfläche, die sich anfühlt wie so ein leichtes Vlies. Und es wurde eine Membran verarbeitet, die sich bei Ridgeline Silent Shell Membran nennt. Und aufgrund der Membran und der angerauten Oberfläche ist der Smog in der ganzen Bewegung, wenn man sich bewegt, sehr, sehr leise, was sich natürlich für Jäger, Tierbeobachter sehr, sehr gut eignet. Der Monsoon Classic ist 100% wasser- und winddicht. Alle Nähte sind von innen nochmal extra vertaped. Und trotz seiner Dichtigkeit hat der Smog eine sehr, sehr hohe Atmungsaktivität. Bei dem Smog gibt es drei Taschen. Zum einen haben wir zwei Taschen hier unten, wo ich meine Hände gut reinstopfen kann. Da ist auch ordentlich Platz drin. Die Taschen innen drin sind auch mit dem angerauten Gewebe ausgekleidet. Also nicht irgendwie ein Mesh, sondern es fühlt sich genauso angenehm an wie der Smog hier auf der Oberseite und verleiht den Händen auch ein gutes Handgefühl. Und man merkt, wenn man reingeht, dass gleich eine gewisse Wärme entsteht. Die Reißverschlüsse sind auch wasserdicht. Da ist so eine wasserdichte Lippe nochmal drauf. Eine weitere Tasche ist die Brusttasche hier oben, die zum einen mit einer Knopfleiste versehen ist und zum anderen ist da auch nochmal ein Reißverschluss drunter. Dieser Reißverschluss hat jetzt keine wasserdichte Lippe, dafür ist die Knopfleiste da. Jedoch ist die Brusttasche sehr, sehr groß. Auch die ist auf der einen Seite ausgekleidet mit dem Silent Shell Material, mit der rauen Oberfläche, und von der anderen Seite sieht man hier ein bisschen die Membran. Ja, aber die Tasche ist auch sehr groß. Das heißt, sie reicht einmal bis hoch zur Schulternaht, bis zur Seitennaht und wieder bis runter zur Brustkordel. Ja, also da passt ewig viel rein. Und sie ist sehr geräumig. Die Reißverschlüsse laufen auch recht gut.
Wenn man sich jetzt den Monsun ein bisschen anpassen möchte, gerade bei Wind, Kälte oder sonstiges, gibt es die Möglichkeit, einmal hier über die Kordel auf Bauchhöhe den Monsun ein bisschen zuzuziehen, dass einfach keine kalte Luft von unten reinkommt. Ich kann den Reißverschluss hier komplett hoch machen, dann schließt der hohe Kragen hier auch am Hals schön ab und auch am Handgelenk habe ich hier Klettverschlüsse, um die Armabschlüsse zuzumachen, sodass hier auch keine kalte Luft reinkommt und die Ärmel auch, je nachdem was ich mache, nicht nach vorne rutschen und dass ich hier einfach eine gute Bewegungsfreiheit habe. Wenn es dann doch ein bisschen warm wird in dem Smog, habe ich natürlich auch Möglichkeiten zum Belüften, indem ich einmal die Armabschlüsse ganz aufmache, dann kommt hier relativ gut Luft rein und den großen Frontreißverschluss hier, der auch mit so einer Knopfleiste versehen ist, kann ich auch aufmachen und der geht fast bis komplett bis zum Bauch runter und so habe ich auch eine gute Möglichkeit, da mal Luft reinzulassen, wenn es doch ein bisschen wärmer wird und der Regen gerade ein wenig nachlässt, kann ich hier auch einfach für eine gute Belüftung sorgen. Der Reißverschluss hier hat nochmal eine zusätzliche Windleiste von innen. Das heißt, wenn ich da zumache, dann kommt hier auch keine Wind oder kein Wind und keine Kälte rein. Und zusätzlich kann ich hier den ganzen Reißverschluss auch noch mit einer Knopfleiste zumachen. Und dann ist hier wirklich alles dicht. Ja, am Kopf haben wir hier dann noch einen hohen Kragen. Das habt ihr ja schon gesehen. Der Kragen geht bis übers Kinn praktisch hoch. Ist innen drin auch mit dem weichen Oberfläche ausgepolstert, was sehr angenehm ist, gerade da, wo es die Haut berührt, wo das Kinn dann bei der Kopfbewegung einfach streift. Auch die Kapuze lässt sich dementsprechend einstellen. Zum einen habe ich hier an der Kapuze zwei Kordelzüge dran, um die hier an der Gesichtsform sehr, sehr gut einzupassen. Und auch an der Rückseite gibt es einen Zipper, um die Kopflänge, also die Breite ein bisschen einzustellen. Und somit kann ich eine wirklich gute Passform an den Kopf anpassen. Was ich besonders gut finde, ist, dass die Kapuze hier vorne ein integriertes Schild hat, wo hier ein kleiner Drahtbügel drin ist, den ich mir zurechtformen kann. Und das ist eigentlich recht gut, weil bei vielen Kapuzen, wenn man die zuzieht, liegen die hier ganz platt am Kopf an und klappen über die Augen oder wenn es regnet, läuft einem das Wasser ins Gesicht. Mit dem Schirm hier funktioniert es nicht. Ich kann die hier jetzt richtig schön zusammenziehen. Bin dann hier komplett eingepackt. Hier kommt kein Wind mehr rein, nix. Ja, bin schön eingepackt und habe immer noch gute Sicht nach vorne. Der Regen prasselt hier ab. Von der Seite kommt kein Regen rein. Im Endeffekt super gut bei Dauerregen, wenn man draußen unterwegs ist. Ja, so viel mal zu den Einzelheiten, was den Monsun Classic angeht. Aber es stellt sich halt immer noch die Frage, wie verhält er sich im Dauereinsatz, im alltäglichen Einsatz? Was für Erfahrungen habe ich denn da mitgemacht? Ich habe ja ganz am Anfang erzählt, ich habe den nicht nur ein bisschen beim Walden oder Bushcraften an, sondern der Haupteinsatz war wirklich die Arbeit, wo ich ihn relativ oft getragen habe. Und da ist es ja nicht nur so, dass ich den angezogen habe bei Regen, sondern natürlich auch bei Wind oder als oberste Bekleidungsschicht. Die Aktivitäten, die ich da machen musste, sind teilweise recht hoch. Also das heißt, es ist ein Waldschullandheim. Das heißt, ich muss mich schon auch viel bewegen und muss natürlich auch gewisse Arbeiten verrichten, Feuer machen und bin draußen unterwegs, muss handwerkliche Arbeiten machen. Und da ist die Bewegungsfreiheit von dem Smog eigentlich richtig, richtig gut. Da gibt es keine Einschränkungen. Nicht, dass dann irgendwann mal was spannt bei gewissen Bewegungen, wo man merkt, da wird es ein bisschen knapp. Also da ist das wirklich recht gut. Und auch die Robustheit von dem Teil schlägt sich da wirklich sehr, sehr ordentlich. Also ich habe da jetzt keine großartigen Abnutzungserscheinungen oder sonst was. Auch die Atmungsaktivität kommt da sehr zum Tragen, denn man hat ja immer eine gewisse Wechselwirkung aus Aktivität und Phase, wo man dann was erklärt, wo man ein wenig ruhiger da sitzt und da macht sich das wirklich gut bemerkbar. Gerade in den Aktivitätsphasen, wenn man dann auch schwitzt,
hat man das oft bei Kleidungsstücken, die eine schlechte Atmung haben, dass dann die Klamotten recht schnell nass werden oder sich an der Membran, an der Innenseite eine Feuchtigkeit bildet. Das haben wir bei dem Smog gar nicht. Also da funktioniert es wirklich richtig gut. Und da ist er auch dementsprechend einfach wirklich zu empfehlen. Ich persönlich nutze den Smog gerne auch als oberste Bekleidungsschicht in der Kombination mit anderen Bekleidungen. Nicht nur bei Regen, sondern auch wirklich bei Wind oder bei Kälte. Von der Größe her habe ich die Größe M, das heißt, ich kann da noch einiges drunter anziehen. Gerade jetzt bei den Temperaturen ziehe ich gerne irgendwie ein Merino Unterhemd an, dann noch ein Wollpullover drüber. Wenn es dann wirklich extrem kalt wird, kann ich dann noch eine Lodenjacke drunter anziehen und dann den Smog drüber. Der Smog bildet mir in der Hinsicht einfach dann bei Regen die Regenschicht. Und wenn es dann doch extrem kalt wird, bildet mir einfach durch die Luftdichtigkeit nochmal eine gewisse Isolationsschicht, dass sich in den Schichten drunter auch dann wirklich schön die Wärme hält und durch den Wind nicht weggetragen wird. Und somit ist es eine gute Kombination, wenn man das Teil einfach anhat. Wenn es euch interessiert, schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Ich habe da einfach jetzt in den letzten Monaten die optimale Bekleidungsschicht, das Sortiment für mich gefunden, wie ich jetzt in den Herbst-Wintermonaten, Frühlingsmonaten, wenn das Wetter dementsprechend wechselhaft ist, rausgehe und immer Regen und Kälte geschützt bin. Einfach mit einer gewissen Kleiderkombination, die ich einfach dann immer dabei habe. Wenn euch das interessiert, schreibt es unten rein, dann erkläre ich das mal in einem separaten Video. In der Erklärung habe ich ja von der angerauten Oberfläche erzählt, die der Smog hat. Die ist ja nicht nur dafür da, dass er einfach ein bisschen geräuscharm ist in der Bewegung, sondern man kennt es vielleicht von Regenjacken, wenn es da drauf regnet, innerhalb von kürzester Zeit läuft das Wasser runter und da, wo die Jacke zu Ende ist, läuft es, wenn man keine Regenhose anhat, einfach auf die Hose drauf und die Hose wird ruckzuck irgendwie nass. Oben ist man trocken und dann ist die Hose nass. Zum einen ist der Smog ja schön weit geschnitten, dass er ziemlich weit über den Hintern drüber geht bis Mitte Oberschenkel und durch die angeraute Oberfläche bleibt das Wasser erstmal ein bisschen auf der Oberfläche haften. Ich kann es abschütteln und es fängt nicht so schnell das Laufen an. Also das heißt, bei einem gewissen Regenguss ist es nicht gleich so, dass die Brühe runterläuft und mir gleich die Hose nass macht, sondern es hält sich auch noch ein bisschen in dem Smog und ich kann ihn zwischendurch einfach mal kurz abschütteln und dadurch bleibt auch die Hose trocken und wird nicht sofort nass. Bei einem Dauerregen, bei einem richtig starken ist es natürlich was anderes, aber wenn ich draußen bin und es nieselt so, allein durch die Bewegung perlt das Wasser immer wieder runter, spritzt vom Smog weg und die Hose bleibt wirklich relativ lange trocken und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ja, bei den ganzen guten Eigenschaften, die ich über die letzten Monate mit dem Teil sammeln konnte, gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht ganz so toll finde. Sind nicht gravierend, aber es ist natürlich was ich auch nennen möchte. Zum einen ist es klar, wir haben hier ein Material, 100% Polyester. Polyester, Lagerfeuer, ihr kennt es, alle synthetischen Klamotten am Lagerfeuer sind empfindlich gegen Funkenflug, ne? Und somit halt auch gegen Brandlöcher. Die angeraute Oberfläche schützt ein kleines bisschen, das heißt, wenn da mal was drauf fliegt, gibt es erstmal eine leichte Schmorkugelstelle in der angerauten Oberfläche. Sollte da länger ein Glutfunken drauf liegen und man bemerkt es nicht, dann hat man halt in so einem Polyestergewebe auch mal relativ schnell ein Loch drin. Das ist ein Nachteil, was der Smog hat, aber das hat nicht nur der Smog, sondern das haben im Endeffekt alle synthetischen Kleidungsstücke. Was mir noch aufgefallen ist, klar, wenn man das Teil draußen beim Bushcraften anhat und man hockt einfach mal im Rauch, dann nimmt der Smog den Rauchgeruch relativ stark an. Und ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, dass man den extrem lange dann auslüften musste, um zumindest einen Großteil von dem Geruch wegzukriegen. Ganz komplett raus kriegt man den Geruch nicht. Wenn ich jetzt hier reinrieche, riecht er immer noch ganz leicht nach Rauch vom letzten Bushcraften, wo ich hier vor 2,5 Wochen draußen saß.
Er hing über eine Woche draußen auf dem Balkon, aber der Rauchgeruch hält sich trotzdem ein bisschen drin. Da gibt es Materialien, die lüften leichter aus. Den müsste man eventuell waschen, um den Rauchgeruch komplett rauszukriegen. Mich persönlich stört es nicht, aber es ist was ich auf jeden Fall mal erwähnen möchte. Weil als ich den mal dann privat anhatte bei einem Regen, bin ich auf den Rauchgeruch angesprochen worden. Sonst wäre es mir eigentlich gar nicht wirklich aufgefallen. Ein Punkt, der gut und gleichzeitig auch ein kleiner Nachteil ist, ist zum Beispiel die Kapuze. Ich habe ja gesagt, dass die Kapuze hier vorne im Schild einfach einen Draht hat, den ich mir dementsprechend zurechtbiegen möchte, wie ich ihn gerade brauche. Was richtig, richtig gut ist, einfach um die Sicht zu haben, um das Schild aufzustellen. Zum anderen sorgt natürlich auch der Draht dafür, dass ich den Monsun schlechter irgendwie im Rucksack verstauen kann. Andere Regenjacken oder andere Jacken, die kann ich einfach irgendwo noch in die Lücke vom Rucksack mit reinstopfen und richtig reinpressen. Da tue ich mir ein bisschen schwer, einfach durch den Draht in der Mütze. Erstens möchte ich den nicht zu arg verkrumpfeln, zweitens habe ich Angst, dass er dann irgendwie bricht, wenn ich den immer zu arg krumpfeln muss. Das heißt, ich kann mir den einfach im Endeffekt nur ein bisschen über den Rucksack und an die Seite oder etwas leichter gefaltet oben drauflegen, über mein anderes Gepäck und dann den Deckel zuklappen. Also so ein reines Stopfen ist da einfach nicht möglich, liegt aber einfach an dem Drahtbügel. Bei meiner Lodenjacke, die ich habe, ist auch ein Drahtbügel drin. Bei der habe ich das gleiche Problem. Die muss ich mir auch auf den Rucksack oben drauf binden. Ja, jetzt habe ich euch so ein bisschen das erzählt, was mir aufgefallen ist nach einem Jahr Tragen von dem Smog, nach einem Jahr Einsatz von dem Smog. Mein Gesamtfazit ist absolut positiv. Von meiner Seite aus ist es eine klare Kaufempfehlung für alle, die so einen Schlupf-Anorak, so einen Smog mögen. Ja, es ist nicht jedermanns Sache, wenn man sowas über den Kopf anziehen muss. Ich finde es einfach klasse. Ich finde die Vielfältigkeit von dem Smog gerade mit Kombination von anderen Kleidungsstücken richtig, richtig gut. Die Wasserdichtigkeit, die Winddichtigkeit, der Tragekomfort überzeugt mich. Und die Qualität ist einfach wirklich top. Da ist noch keine Naht aufgegangen. Es franzt nichts aus, keine Fäden. Also im Endeffekt absolut klare Kaufempfehlung, wenn man einfach drauf steht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen, hoffe, das Video war ein wenig informativ für euch, konnte euch ein wenig Informationen geben, wenn ihr davor steht, euch so ein Ding zuzulegen. Link zu Ridgeline ist unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren klicken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und besucht mich einfach mal auf Instagram, lasst mir da ein Abo da, ich würde mich freuen. Viel Spaß bei den Videos hier noch, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.